Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, letztes Mal haben wir hier aufgehört. Und unser Ziel ist ja jetzt, unbedingt die ganzen Dinge freizuschalten mit dem Ding Kong. So heißt es auch, oder? Genau, wollte gerade sagen. Einmal das hier alles freischalten. Ich glaube, da haben wir 200 wahrscheinlich am Ende. Jeden Tag. Und wir wollten ja einen Film drehen. Aber dafür brauchen wir eigentlich auch noch, ne? Ich glaube, ich mache erstmal einen Film. Der lohnt sich am meisten. Aber wir wollten ja auch kämpfen, ne? Da war doch was. Aber wir haben ja keinen Ruhm mehr. Ja, nicht mehr. Dann erstmal den Film. Gib ihm. Fleischerhaken. Ja. Hat gut funktioniert. Weiter geht's. Oh, diesmal ist es ein Piratenfilm. Okay. Keine Aliens mehr. Schon lustig. Okay, weiter. Pirat 2. Oh Mann. Sehr schön, gutes Ausweichen. Das sollte vielleicht sogar leichter sein als die Aliens, weil die waren ja mehr schmächtig und am Ausweichen. Piraten sind ja mehr. Ja, Ausdauer und Stärke bedingte. Genau. Den können wir am besten machen. Volle Pulle. Auf da. Nice one, nice one, nice one. Wie lange er auch lag da, das heißt, wir regenerieren auch länger. Cool. Immer weiter. Oh, ein Pirat. Mit einer Prothese, also ein Haken. Okay. Läuft. Jawoll. Sehr schön. Immer weiter. Pirat 5. Yo, mit so einer Assassinenmaske. Bei dem läuft ja. Sehr gut. So, da buttern wir schnell durch. Und der letzte Pirat. Jawoll, schön mit Bart und allem. 12, 12, 14. Respekt. Okay, hier ist schon genauer gucken. Okay, keine Verteidigung. Weniger steigert, Ausdauer. Aha. Okay. Boah, schön ausgewichen. Nice, nice. Sehr gut. Und so haben wir das Geld verdient. Und zack. 21, 25, ey, Zukunft. Talentbaum, den dürfen wir auch nicht vergessen. Hier haben wir schon alles. Jetzt müssen wir gucken, was wir brauchen. Weil die meisten Passives habe ich ja genommen. Wie man hier sieht. Bis hierhin gehen wir nicht, weil dann haben wir keine Verteidigung mehr. Das will ich ja nicht. Also ich glaube... Genau, man kann auch nicht mehr ausweichen, ausrüsten. Du kannst immer noch ausweichen durch deinen Skill allgemein. Aber das ist dann halt ein bisschen, ja, vielleicht super Endgame gemeint. Deswegen. Weil der Blitzschlag ist schon heftig. 30% Energie sofort Raum, aber dafür lohnt es sich eigentlich nicht, dahin zu gehen. Deswegen gucken wir weiter. So, hier können wir auch das hier nicht nehmen. Oder wollen wir nicht, weil es nicht gut. Das heißt, wir können alles hier hinten vergessen, dass es geht nur bis hierhin. Und da haben wir noch den Weg der Schildkröte. Und hier könnten wir eigentlich den Speer nehmen. Hast du 25% oder weniger Energie, kostet dieser Schlag nichts. 94 Genauigkeit. Dann am Ende wird er immer unendlich sein. Das heißt, wir können uns am Anfang mit Absicht auspowern und einfach am Ende diesen Schlag spielen, haben wir unendlich Energie wieder. Und der ist auch heftig. Stiehlt Energie von einem Gegner, wenn er aktiviert. Das holen wir uns. Zack. Perfekt. Jetzt haben wir sozusagen nochmal einen besseren Energiestil. Holy shit. Das ist nice. So, wir essen mal einen davon. Dann einen davon. Dann davon auch noch einen. Wunderschön. So. Eigentlich müssen wir auch trainieren, sonst werden wir wieder verkacken. 300 kostet das. Dein Ruhm musst du betragen, um zu kämpfen.
Ui. Das wollte ich gar nicht blicken. Fuck it. Nutzen wir aus. Scheiß drauf. Wir nehmen jetzt Fleischhaken weg. Und jetzt nehmen wir, genau, Stiehlt Energie. Das wollen wir. Das machen wir noch nicht. Erst wenn wir drunter sind. Und dann würde ich sagen, passt das alles. Genau. Perfekt. Auf da. So. Wunderschön, wunderschön. Keine Energie mehr. Nice, nice. Sehr gut. Perfekt. 1000. Holy moly. Hat sich gelohnt zu fighten. Aha. Mighty Bruce. Heftig. Kämpf. Geht nicht. 300 Ruhmpunkte. Und 1000. Gönnen wir uns. Zack, jetzt haben wir viel tägliches Einkommen. 100. Warte, wir hatten 50, jetzt haben wir 100. Oder wir kriegen, wie gesagt, schon immer mehr 50 und wir haben nur $200 pro Tag. Geil wäre es, wenn es sich verdoppeln würde. Der hätten wir jetzt 100, dann vielleicht kann er mit Absicht 200, 250, dann wir am Ende 500 haben. Wäre nice. Aber ist echt teuer, ey. Holy shit. Gut, eigentlich muss ich Party machen, aber ich muss auch trainieren. Das heißt, runter ins Basement. Und wieder den harten Teil machen. So. Nee, machen wir das hier. Stärke ist gerade egal. Und dann, ja. Sollte jetzt eigentlich passen. Wir versuchen erstmal, glaube ich, so zu halten. Verdienen wir erstmal genug alles drumherum. Ich wollte unbedingt noch einen Kriminellen besiegen, ey. Dafür gibt es einen Erfolg. Davor wurde ich immer komplett vermöbelt am Anfang des Spiels. Jetzt werde ich gar nicht mehr angegriffen. Ist irgendwie komisch. Super. Problem ist, wir haben auch keinen Buff mehr. Den sollten wir jetzt eigentlich wiederholen. Also zweimal 150 bezahlen. Abbruch. Okay, pass auf, dann machen wir das so. Schlafen. Dann kennen wir die Energie. Dann verschwenden wir die Zeit nicht, wenn wir von ihr den Buff holen. Essen was. Dann bezahlen wir sie zweimal. Klingt irgendwie ein bisschen falsch, aber ist dann so. Bezahlen sie zweimal. Und dann haben wir den Buff für 4 Tage und den nutzen wir auch. So, okay. Kaviar. What the fuck? Essen wir 2 davon, wir können die nachkaufen, alles gut. So, mach ein Geschenk. So. So, das ist ein komischer Bär, ey. Nochmal bezahlen. Ich weiß nicht, ob das immer mehr wird. Okay, sehr gut. So, das haben wir. Und nun brauchen wir... Ich weiß, was ich wollte. Genau, einmal raus und dann... Die überfallen mich echt nicht. Oder liegt das... Ich habe eine Idee vielleicht, warum mir das nicht mehr passiert. Seitdem ich halt wahrscheinlich das mit Bobo geklärt habe und ich bei ihm sozusagen gut stehe. So. Halten sich natürlich seine Gang, seine Gauner alle fern von mir. Oder weil ich wirklich zu strong bin oder late game und deswegen kommen keine mehr. Also ist wahrscheinlich, ups, sorry. Ist die Wahrscheinlichkeit oder nur dann die Möglichkeit überfallen zu werden, der Anfang des Spiels. Vielleicht gerade noch so volle Kraft in dem Arc, bevor man Bobo macht. Also ist der schlaggebende Punkt oder late game oder dieser Charakter, wie man sich entscheidet. Weil wenn man ja theoretisch zu Gang gehört, fightet man gegen andere Gangs oder man ist dann auch geschützt davon. Heißt, vielleicht habe ich es verkackt, also muss ich wahrscheinlich einen Rerun machen. Muss ich sowieso, irgendwann aber privat, eher gesagt, auf Hardcore für die Erfolge. Weil die werde ich auch schaffen. Also, ja. Dann halt nächstes Mal, weil ich laufe hier mit $2000 rum. Dass da kein einziger Gauner anbeißt, ist schon ein bisschen fragwürdig. Wir haben echt gar nichts mehr, ne? Wir können nirgendwo hin, was uns irgendwas bringt. Echt schade eigentlich, ey. Traurig. Na gut. Dann ist das so.
So. Wir brauchen Ruhm. Party. Das ist auch gut, dass wir das dafür nutzen können. So, das haben wir. Sehr schön. Ah ne, jetzt haben wir das. So, eine tägliche... Die tägliche Belohnung. So. Jetzt können wir wieder Ruhm verdienen. Das Ding ist, wir können ja eigentlich nur die ganze Party machen, dass wir den Ruhm haben, damit wir schneller gegen den Bruce fighten können. Dann kriegen wir da wieder Geld. Beziehungsweise auch können wir das hier schneller machen. So, verdiene Geld. Ja, das müssen wir sowieso. Dann machen wir das jetzt. Ninjas kommen jetzt. Nice. Aber das auch wieder ausweichen. So eine Scheiße. Okay. Auf da. Diesmal machen wir mal 4, weil es ja nur ein Film. Ich hoffe, dass nicht dann so irgendwie doppelt so gegen dich, weil je schneller du in den Fight machst, desto mehr musst du auf Schaden nehmen oder so. 7x50 kriegen wir jetzt schon, nice. Das heißt, die Filme werden auch besser und die Fighter. Ja, werden sie. 2, 10, 10. Orange, okay, oder gelb. Oh, okay, okay, okay. Nice one. Ich finde schade, dass man auch keine. Also ich finde, das ist hoffentlich im nächsten Teil drin. Wir fighten ja zum Beispiel gerade, wie sind ja die Talente, welche benutzt wurden, wie viel Damage, wer zum Beispiel wann geführt hat und so weiter, Statistiken. Wir kämpfen ja, wir sammeln ja Kampferfahrung. Ich finde, es ist schade, dass da man allgemein keine Kampffähigkeiten bekommt, zum Beispiel die, die du nutzt, oder allgemein alles. Je schwerer der Gegner, desto mehr bekommst du. Das heißt theoretisch, weil der beste Meister, oder wie man am besten lernt, ist ja praktisch. Das ist im echten Fight und nicht gegen eine Puppe im Zimmer oder so. Das heißt, eigentlich müssten wir ja immer ein Stück bekommen. Wenn wir zum Beispiel so gut sind oder die richtigen Gegner haben, dass wir dann dadurch die ganze Zeit gehen, ist ja auch was anderes. Ich hoffe, das kommt im nächsten Spiel dran, ne? Weil, oder ein Mod oder so, der auch XP ein bisschen einfach global shared, falls man gewinnt oder verliert. Beides lernt man. Beim Gewinn natürlich mehr als Belohnung von wegen gut gemacht. Aber verlieren sollte vielleicht die Hälfte sein oder ein Stück nur davon. Ist echt nice eigentlich. Green Belt, okay. Der weicht echt gut aus, dieser. Alter. Heftig. Der ist echt oft ausgewichen, ey. Holy shit. So, next round. Ninja 4, rot. 3, 14, 7. Ey, die weichen echt alle immer aus, ey. Gucken wir mal kurz. Ja, das ist natürlich Double-Double, das ist echt heavy. Man könnte natürlich auch, ist natürlich genauer, weniger Schaden, aber genauer und kostet dann irgendwann nichts mehr. Irgendwie noch eine geile Passive oder so finden. Oder zumindest auf den hier wechseln, ne? Schwere Schläge. Aber ich habe noch keinen Schlag davon eigentlich. Bis auf den einen. Ich frage mich, ob das gegen die besser ist. Weil die treffen nicht so doll, aber nicht so gut, aber tun mehr Damage. Und sind wirksamer. Also allgemein ist der Boxstil einfach nur auf mehr Damage auslegen, trifft aber nicht so gut. Boah, Alter, wie oft ausgewichen, wieso ist das oft dran? Ist natürlich auch eine geile Taktik. Wunderschön. Hat er sich verausgabt. Aber volle Pulle. So, noch zwei Fights. Weiß. Boah. Das erinnert mich von einem Power Ranger. Erst die normalen Farben und irgendwann kommt so die Special-Folge. Der weiße Ranger und alle so, oh mein Gott, weiß. Und da wollte jeder weiß sein. Irgendwann kommt vor allem der schwarze Ranger. Irgendwann denkst du so, oh, jetzt will jeder schwarz sein. Weil die seltensten Farben kamen immer dann rein, wenn man irgendwie die Quoten steigern wollte oder weil es so ein Special-New-Feature war, was man gefühlt einfach nur lange vergraben hatte. Immer wieder lustig. Oh shit, der hat viel Energie. Und dann hat er gar keine mehr. Jetzt, wo ich endlich mal treffe. Holy shit, da habe ich mich echt gut verausgabt selber. Ja, schwarz. Nice. 2, 14, 7. Gleiche. Oh nein, er hat den Cobra-Schlag. Ist aber sehr geschicklichkeitsabhängig. Ekelhaft. Scheiße. Okay. Wir müssen gucken, was jetzt im Fight passiert.
Sehr gut. Sehr schön. Kein Koboldschlag angekommen, das ist echt gut. Vielen Dank. Das hat sich gelohnt. Da nehmen wir schon mal das nächste Talent wieder mit rein. Die zwei haben wir jetzt? Okay. Haben wir hier irgendwelche Attacken, die wirklich nice sind, wo ich sage, ich brauche die unbedingt? Oder lieber solche Passives, die besser sind, als ich die habe? Talente des Gegners kosten 30% mehr Energie. Wenn dieser Schlag trifft, will ich nicht. Dann, was haben wir noch? Alle Beinangriffe verursachen weniger, alle Handangriffe verursachen 20% mehr Damage. Das ist natürlich not bad. Ich benutze fast nur... Oder ich werde immer nur Arme benutzen, weil wir das Passive am Anfang des Spiels gewählt haben. Dann, was haben wir noch? Verteidigungsmodifikator gibt dir eine zusätzliche Gelegenheit, die Angriffsphase deines Gegners zu toppen und deine eigene zu beginnen, wenn aktiviert. Okay. Unter Strom. Kamikaze. Ja, das geht so. Was haben wir hier noch? Gegenreaktion. Jeder ausgewichene Angriff wird 25% des Schadens auf den Angreifer zurück, wenn aktiviert. Das ist not bad, ich weiche sehr viel aus. So. Blocken. Jeder ausgewichene Angriff fügt dem Angreifer 40% des Schadens zu. Ist das dasselbe wie das hier, oder was? Gegenangriff. Ersetzt Gegenreaktion. Ja, das ist einfach nur das Bessere. Wow, ich kann es also umgehen. Also ist das hier einfach nur wasted. Was, wenn ich das hier kaufe? Wird das auf 0 gehen? Okay. Flipkick. Wo sagt mehr Schaden bei gleichen Kosten. Okay. Und das war's. Ja, hier haben wir nicht mehr viel zu kaufen. Dann Boxen. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich brauche bessere Reihe von Geraden. Eine Reihe von Schlägen, die moderaten Schaden verursachen und die Genauigkeit der nächsten Schläge erhöhen. Aber nice. Eigentlich nicht schlecht. Jeder Treffer reduziert die Geschicklichkeit. Das ist eigentlich wichtig, wenn ich gegen jemanden kämpfe, der echt hohe Geschicklichkeit hat, um ihn zu countern. Aber den Powerblock hätte ich auch gerne eigentlich. Ellbow. Knochenhart. Haken. Die sind alle sehr ungenau, muss ich sagen. Okay, pass auf. Wir kaufen erstmal... Überlegen. Wir brauchen irgendeinen Counter. Ich glaube, vielleicht nehme ich das erstmal. Ja, nehmen wir erstmal das hier. Ja, wenn wir das nehmen, nimmt das automatisch. Wow. Das ist natürlich ein bisschen gemein, finde ich. Weil, naja, ist es nicht. Es zeigt ja daher, wer liest und wer nicht, ne? Also, aber es gibt auch Leute, die sagen, ich kaufe lieber das und dann das, ne? Weil dann müsste man theoretisch so programmieren, dass man sagt, wenn man das hier vorher gekauft hat, weil das ja ersetzt einfach nur die bessere Variante ist, ist das hier kostenlos. Das heißt, du musst nur das skillen, dann kriegst du das schon auf 0 kostenlos. Aber wenn man das skillt, kriegt man automatisch das. Das ist schon ein bisschen, okay, not bad. Da wird man schon belohnt fürs Lesen, finde ich gut. Ups. Aus Versehen rausgeklickt. Manchmal geht man immer zu weit nach rechts, ey. So. Das haben wir. Der nächste Fight ist, Filmdreh ist wahrscheinlich in 2 Tagen wieder. Jawohl. Wir könnten auch genau gegen Bruce kämpfen. Halt. Bruce, wie viel hast du? 2,17,8. Dich kann ich besiegen. Das geht noch. Bei Ryo wird es echt schlimm. Das ist dann sehr, sehr stark abhängig, ob ich ihn countern kann, seine 20er Geschicklichkeit. Oder ob meine Treffer zielen, draufkommen oder nicht. Weil man merkt das hier. Das ist echt busted. Boah. Und er trifft halt ordentlich, ey. Danach ist es schön ausgeglichen, da ist es echt ein Kampf gegeneinander. Also der ist mir ebenbürtig, würde ich sagen. Ungefähr. Er tankt mehr. Der regeneriert ja viel mehr. Mit 19, holy shit. Okay. Und bei dem wird's heftig, von wegen, der hat zwar weniger Stats, aber er hat dafür 7 Fähigkeiten. Und ja. Es könnte gefährlich werden, aber vielleicht ist es auch nur so ein Fan-Ding am Ende. Mal gucken. Vielleicht ist er echt der, der gefährlichste eigentlich. So. Na gut, dann... Wir haben aber kein Leben. Wir können nicht direkt fighten. Wir brauchen Leben erstmal. Okay, pass auf, dann machen wir das so. Ne, die will ich nicht opfern. Das ist scheiße. Essen wir was. Dadurch kriegen wir auch Leben. Zack, zack. Zack, zack. Wunderschön. Jetzt fighten wir. So, versuchen wir mal gegen
Bruce Lee. Mal gucken, wie es wird. Also, hier sehen wir jetzt alles. Gegenreaktion. Geschicklichkeit abhängig. So, ein billiger Tritt. Dann Blocken senken und Blocken biegen effektiv. Da ich jetzt Blocken gar nicht mehr drin habe, weil wir am Ende nur noch solche Leute haben. Irgendwie ist das Endgame anscheinend. Ganz simpel, dann machen wir das so. Wo ist er denn? Da ist er. Wir machen mal... Wobei, ich glaube, ich kann das ohne den schaffen. Ja. Bei dem hier schon. Ja, machen wir mal so. Gib ihm. Ja, diesmal treffen wir alles, haben wir Glück gehabt. Ist schon ein cooles Modell eigentlich, ey. 1500. Nice one. 1200 brauchen wir jetzt gegen Rio. So, leider keine Talentpunkte bekommen, finde ich schade. Aber wir haben ordentlich Money. Das Money sollten wir auch natürlich nutzen. Zack, tägliches Einkommen 200. Ja, verdoppelt sich nur, also, ja. Das ist 400 am Ende. 50, 100, 200, 400. Gut. So, 1500 brauchen wir und 3000. Respekt. Oh shit. So. Machen wir erstmal einen Dreh, damit wir noch mehr Kohle haben, weil dann können wir mehrmals hintereinander einfach Party machen. Und dann passt das. So. Einfach Foto für Cornflakes, Foto sag ich schon, ein Dreh für eine Cornflakes Werbung machen. Haben die immer früher gemacht, ist diese Cornflakes und du bist dann der Stärkste, weil du denkst, okay, alles klar. Und dann, wenn man aber liest, was da drinnen wirklich ist, heilige Mutter, ist da viel ungesundes Zeug drin. Ich glaube, das hat er wahrscheinlich selber nicht einmal angerührt. Ah, schaffen wir nicht. Du bist zu müde. Yep. Dann gehen wir pennen. Wir müssen nochmal grün auftrainieren. Und dann passt das. Schade, dass man Kaffee nicht kaufen kann. Wir haben jetzt so viel Geld, aber ich weiß, es ist auch wieder Balancing. Wenn wir Kaffee kaufen könnten bei Apu, ne? Wir wären der Stärkste. Weil wir können nur die Dosen kaufen, ne? Aber ich frage mich, ob wir verdienen eigentlich so viel Geld, eigentlich lohnt sich das gar nicht mehr zu schlafen, sondern sogar gefühlt die Energies zu kaufen, wegzusaufen wie ein Vollidiot, wieder hingehen, kaufen, wieder saufen. Das kostet weniger Zeit als das Schlafen. Das heißt, ich glaube, ich mache das auch so wahrscheinlich, ab jetzt. So, einmal trainieren gehen. Schade, dass man nicht zweimal klicken kann, um zu sagen, ich sprinte mal dahin. Oder so, damit das schneller benutzt oder macht. Oh, das ist doch gerade so bei 18. Nice. Geld haben wir echt jetzt genug. Ich finde es schade, dass man auch nicht so viel mit dem Geld anstellen kann eigentlich. Also bis auf halt die Dinge mit der Partnerin abgeben für das Geschenk. Aber ansonsten geht gar nichts mehr damit, ey. Man kann trainieren gehen, zwar klar, aber man hat jetzt alles hier. Da brauchen wir nicht extra dahin gehen. Wobei ich das Gefühl habe, wir kriegen beim Gym wahrscheinlich sogar mehr als hier unten. Hm, naja, gut. So, von allem ein bisschen was. Gut. Schade, dass man auch nicht so ordentlich Ruhm bekommt, wenn man gewinnt, weil du gewinnst ja gegen einen sehr starken Gegner, dass dir das auch sofort Ruhm einbringt. Klar, nicht sofort genug, dass man sagt, alles durchballern. Aber naja. So, dann baller mal. Zack, wieder was verloren. Heftig, ist ein bisschen schwer hier rauszukommen, muss man sagen. Von wegen trainieren und hochleveln. Weil wir kriegen halt nicht mehr so viel. Weil wir bräuchten eigentlich den Buff von gefühlt wie in Russland, damit das einfach schneller hochgeht. So.
Also ich glaube echt, das Spiel wurde halt so programmiert, dass du am Ende nicht beides hochskillen kannst. Ist sehr, sehr schwer. So, und danach gehen wir was essen. Und dann diese Party da zu Ende machen. Ich finde auch geil, wie man eine Party unterbrechen kann. Einer auf den so, kurz bevor es vorbei ist, wartet Leute, morgen geht's weiter. Für eine Minute wiederkommen oder so. Einfach zu nice. Boah, RTX 4090 los. Gut, was essen? Hast du jetzt endlich mal was gekocht, du Koch, Junge? Also der in Russland hat viel schneller geschafft, denn die waren viel näher, da muss ich sagen. Guck mal, es kommt gar nichts mehr bei dir. Jetzt muss ich immer alles selber essen. So, gehen wir zur Apu. Stimmt, wir müssen auch nur $1 bezahlen. Bastard. Ich wünschte, man könnte sagen, ich möchte das jetzt hier trinken. Wäre auch eine gute Option. So. Die Party. Ich hoffe, ich kann einen Dreh machen. Ja, erstmal das zu Ende, ne? Wie lange kannst du Party machen? Ey, ich wollte stoppen. Ich hab mich nicht gelassen. Das war gemein. Ja gut, dann machen wir jetzt zweimal Party hintereinander. Ach nee, wir haben wieder keine Energie. Wie kann das denn das... Okay, Party machen kostet mehr Energie als trainieren, ey. Mir egal. Alles da rein. Zur Apu. Das mache ich jetzt die ganze Zeit so diesen Zeug. Wir kriegen so viel Geld, das ist scheißegal. $1 hin und her sind $2. Dann das hier kaufen. Sind wir gerade mal da angekommen. Das ist also nichts wert. Das mache ich jetzt die ganze Zeit. Scheiß auf Schlafen. Wir sind jetzt gefühlt gottgleich. Wir müssen nie schlafen. Wir können also die 24 Stunden, wie der Tag, aus dem der Tag besteht, komplett nutzen, wie wir wollen. Nicht mehr zurückhalten. So. Also gehen wir hier hin. Machen wir das hier nochmal. So. Und dann, wir wollen ja noch einen Film drehen. Genau. Skills reichen noch aus. Jo. Auf da. Ninja-Film. Okay, wir sind jetzt bei der Stufe angekommen. Also wenn wir wahrscheinlich die Passive steigern, kommen auch neue Filme und höhere Belohnungen. Okay. Ja gut, dann gib ihm. Ich finde gut, wie der immer den Daumen hebt und sagt so, jupp, gute Arbeit. Der sagt immer auch zwischendurch, was er will. Zuschauer, gefühlt. Oder einfach nur die andere Crew. Von wegen Make-up und Outfits. Vielleicht auch Stunt-Doubles. Ich finde auch geil, wie er das Schild hält, von wegen, wie das dann eine Line sagen soll, wo man sich die ganze Zeit vermöbelt. Oder vielleicht steht er ja so drauf so. Haut euch auf die Fresse. Alles klar, danke. Wenn du es vergisst, guck auf das Schild wieder und dann weißt du es wieder. Gut. Dann gibt es gleich wieder eine ordentliche Belohnung. Und dann können wir versuchen, den nächsten Fight zu machen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Gegen den höchsten Geschicklichkeitstypi. Mit 20 sogar. Der wird richtig viel ausweichen. Ich überlege echt, ob ich den einen Schlag mit Absicht reintue. Ab der zweiten Runde vielleicht. Aber ich hoffe, dass wir in der ersten Runde nicht dadurch vielleicht auf die Fresse kriegen ordentlich. Weil manchmal greifen wir so viel an und wenn er nur ausweicht, unsere Energie geht runter. Aber das werden wir dann sehen. Zur Not vielleicht nehme ich das eine hier weg. Genau das hier. Wenn ich Schläge treffe, verursacht das der Energie Damage. So, wenn ich ja eh am Anfang treffe, dann kann ich das ruhig rausnehmen und stattdessen dann den hier nehmen. Ausweichen, beziehungsweise nicht das hier meine ich, sondern den hier. Da habe ich unendlich Kosten. Kann ich immer weiter draufhauen, bis es trifft. Nice one. So, jetzt kommt Black Ranger. Alles klar. Sehr schön. Das haben wir. Nehmen den Preis. Vielen Dank. Talentpunkte. So. Wir wollten das eine noch nehmen. Wo ist das? Genau.
Warte, bei welchem können wir alles haben? Bei dem hier, ne? Ja, dann nehmen wir das hier erstmal. Alle Handangriffe verursachen mehr Damage. Zack. Falls wir das unbedingt brauchen, wenn wir sehen, da ist nur so... Vielleicht gegen Hulk Hogan, das passt dann. Weil der hat ja nur Blocken, kein Ausweichen. Das heißt, ich nehme das hier, dann mache meine Schläge noch mehr Damage. Und dann kann er nicht so viel blocken. Er wird ordentlich draufgehauen. Ziegelsteine gegen eine Backsteinwand. Faust gegen Körper. Der kocht echt nicht mehr, die Sau. Das war's wohl. Wow, was eine Leistung. So, läuft. Einkaufen gehen wir gleich. Erstmal hier wieder bezahlen. Wir brauchen wieder Energie. Also falls man das realistisch machen will, würde man sogar eine Cooldown einführen. Von wegen nicht zu oft, dass ihr dann immer sagt, ja, nur Geschenke, Geschenke. Denkst du so, oh shit. So. Wunderschön. So. Was können wir hier machen? Oder gehen wir trainieren am besten? Wir können kämpfen, okay. Ah, okay. Also. Schläge treffen immer. Das heißt, er bringt nur was ausweichen oder blocken. Da er aber blocken Count hat, brauchen wir nicht blocken nehmen. Okay. Vielleicht diesmal den Kampfstil ändern. Auf Ausdauer. Weil ich will mehr treffen. Hier steht, dass man nicht so oft trifft. Das heißt, vielleicht Schild aus Fleisch nehmen. Oder mehr treffen. Das ist natürlich auch geil. Okay, pass auf, gehen wir erstmal darauf. Versuchen wir erstmal den Ausdauerstil zu ballern. Vielleicht klappt er direkt. Machen wir hier zwei. Shit, er hat den Kurbelschlag. Nee, hat er nicht. Okay. Sah grad so aus. Ah, weil er ausweicht, kriegt Damage. Ja, aber funktioniert Schild aus Fleisch. Ich habe sehr viel Energie. Eher nicht. Aber geil, weiter geht's. Bis jetzt funktioniert die Taktik perfekt. Weil er halt so viel ausweichen muss, kostet ihn das Energie. Nice one. Kurz gesagt, weil ich diese Taktik habe oder den Weg gewählt habe mit der Schildkröte, von wegen Ausdauer, nice one, können die, die mit Geschicklichkeit arbeiten, zwar sehr viel gegen mich auch ausweichen, wegen Ausweichen, aber die können nicht unendlich ausweichen, weil das für die viel, viel mehr kostet und die nicht regenerieren können. Weil der wichtigste Skill, den du holen musst für das Spiel, ist definitiv den hier. Keine Pause. Du und dein Gegner könnt euch noch ausruhen, aber ihr und auch regeneriert weniger Energie. Und wenn du dann aber viel Energie hast, regenerierst du ja trotzdem mehr als dein Gegner oder genug. Plus dann noch das hier. Und den Speer- und Bärenschlag. Also theoretisch brauchst du sogar gefühlt keine anderen Schläge, sondern nur den hier. Scheiß auf Debuff. Der kostet einfach irgendwann nichts, weil es zu lange dauert, der Fight. Hier klaust du die Energie. Hier hast du unendlich Energie, sogar wenn du unter 20 bist. Und dann das hier noch. Heftig. Plus der hat auch noch gute Passives hier. Mehr trainieren. Jeder Treffer gegen dich erhöht deine Energieregeneration. Mehr aushalten. Ich glaube, der Anfang ist schwer mit Ausdauer. Weil man halt nichts trifft, nichts... kein Damage macht. Aber du kannst halt sehr viel aushalten. Muss mal gucken. Also ich finde, der leichteste Weg ist immer noch das oder das. Ich finde, irgendwie ist der sogar leichter. Weil ausweichen, treffen und fertig. Das hier ist halt Damage und so, aber das braucht noch ein bisschen mehr, manchmal Glück oder einfach nur, ja, mehrere Versuche, weil wenn es der Gegner der hier ist, der Tiger ist hier, dann bist du halt tot. Und der Schildkröte ist mehr so gefühlt das Monsterhaus Late Game, weil dagegen kann niemand gewinnen, außer auch ein Schildkrötentyp, ist einfach so. Wenn der Gegner keine Ausdauer hat, verlierst du automatisch, weil er nichts machen kann. Also das ist halt das brokenste Late Game, aber schwer zu erreichen, finde ich. Das hier ist allgemein sehr gut, der beste, glaube ich, Anfangsstil, plus Endgame der zweitbeste, würde ich sagen. Und das ist vielleicht sehr stark am Anfang, aber am Ende schwächer, wenn du das nicht mit den anderen beiden supportest. Und da du sowieso ohne das nicht gut triffst. So. Also Boxen ist vielleicht der Anfang am besten, als Grundlage oder als First Run. Gut. Komm, geh schneller zum Kühlschrank, du hast Hunger. Du hast ja nicht Hunger, du willst ja nur Leben regenerieren. Perfekt. So, wie viel brauchen wir für den nächsten Fight? 600, okay. Party.
Einfach Party. Zwei Matan da. Schaffen wir aber wahrscheinlich nicht, weil das so viel kostet. Krank. Wobei, kein... Ja, nee, ganz knapp jetzt nicht. Wobei doch, zwei kann ich schaffen. Zack, das war Nummer 1. Wir können das machen. Das schmeißt uns zwar sehr weit zurück, aber ich will das unbedingt haben, dass wir alles voll haben. Zack, ja. 400 Einkommen. Und weiter. Party. Hammer geil, ich kann jetzt einfach Party machen, ich krieg einfach Kohle und Berühmtheit. Alter, gefühlt DJ oder was? Läuft. Wunderschön. So. Besaufen, Apu, besaufen. Oh, shit, das wollte ich nicht. Nein, die sind einmalig. Ah, okay, hätte also lieber so machen sollen, wäre viel, viel schneller gewesen. Apu. Ich brauche wieder Energies. Alter. Gefühlt bin ich wie manche Leute bei Edeka, die sich gefühlt eine ganze Palette voller Energies kaufen, auf einmal an einem Tag alles wegballern, ey, wo du denkst, Alter, wie schafft das jetzt? Oder ist es schon das Serum dafür? Ohne das kannst du nicht mehr arbeiten. Doppelte Geschwindigkeit wie so ein Turbo, ey. Wunderschön. So. Wir müssen ein bisschen trainieren, sonst verlieren wir das Level 18 hier. Genau. Nächster Kampf ist da. Ja. Trainieren wir erstmal lieber. Durch die Filmdrehs können wir ruhig genug Ruhm und Geld machen. Das ist egal. Aber ich glaube, soweit wie ich die Skills jetzt habe, kann ich glaube ich gegen jeden gewinnen. Weil durch diesen scheiß Effekt von Ausdauerweg, da kann ich fast gegen niemanden verlieren. Die einzige Möglichkeit, wie ich verlieren kann, ist, wenn jemand seinen Kobra-Schlag am Anfang trifft. Das heißt, man erwartet darauf. Dann habe ich den Kobra-Schlag. Plus, der Gegner hat irgendwas wie, keine Ahnung, Ausdauer senken. Sofort auch mit in Betrieb oder selten denselben Stil. Und er hat einfach nur höhere Stats als ich. So, dann ja. Oder der weicht 10 Millionen Mal aus, so wie das eine Mal, wo ich keine Energie mehr hatte. Und dann kann er zurück angreifen. Dann kann er gewinnen, definitiv. Aber ansonsten sehe ich da keinen Weg, wie ich besiegt werden kann. Und je höher meine Skills gehen, desto stärker werde ich noch, aber das brauche ich gar nicht mehr. Alles klar. Gut, gehen wir wieder hoch. So. Dann. Ja, den Film, ne? Mal gucken, welche jetzt kommen. Jetzt haben wir ja Stufe 4. Stimmt, erst waren wir auf einen Keks oder so, dann auf einer Tasse, dann auf einer Verpackung und jetzt auf ein T-Shirt. Merchandise. Ah, immer noch Ninja. Okay, Ninja ist also Endgame. Oder es ist wirklich so viel Glück, dass ich immer wieder die gleichen bekomme. Aber gut. Bleiben wir mal beim Ausdauerstil. Gefühlt treffen die jetzt auch mehr, aber die machen viel weniger Damage, merke ich schon. Wenn du den anderen Weg nimmst, werden immer 40 Damage auch. Also man merkt fast doppelter Damage, aber halt weniger Treffer vielleicht. Ich nehme mal wieder einen anderen Stil. Für mehr Damage, vergleichen wir. Ja, 42, 87, ja. Zweifach, dreifacher Damage. Aber, wie man sieht, er weicht auch ein bisschen mehr aus. Okay. Trotzdem, ja, also die Passives zu haben ist schon gut. So, come on. Können wir auch viel beschleunigen. So. Und dann geht's gegen die letzten beiden. Da wir jetzt ja keinen Ruhm mehr verlieren für die kleinen Upgrades, ja, dann geht's natürlich viel, viel schneller voran. Aber man merkt genau, hier ist das Endstadium, wo man garantiert, wenn man den Film schafft, also wenn man genug Werte hat, dann kann man immer einen Skillpunkt machen. Also alle zwei Tage kannst du einen Skill freischalten. Oh, Koberschlag. Nice one. Das ging sehr schnell. Nehmen den Preis. Dankeschön. So, Talent zu Ende machen. Hier haben wir eigentlich nur noch 4 Stück, die wir skillen können. Dann ist das fertig, weil den Rest können wir nicht. Wollen wir nicht. So, hier haben wir noch 2, 4, 5. Ja, 5. 2. Boah. Noch mehr.
Ja, okay, Boxen noch am meisten. Ja. Naja, gut. Dann machen wir halt erstmal das hier zu Ende. Nehmen wir mal Kamikaze. Oder fangen wir von hinten an? Ah, nehmen wir mal Prügler. Komm, nehmen wir erstmal Prügler. So, und danach machen wir hier vorne die, dann noch die zwei, dann haben wir hier alles fertig. Dann haben wir diesen Weg gemeistert. Dann machen wir hier noch ein paar, dann haben wir den hier drei Viertel gemeistert. Beziehungsweise wir haben den gemeistert, weil wir wollen nicht die Minuspunkte des Weges am Ende nehmen. Und ja, beim Boxerstil, ja, zu 90%, wir wollen die letzten beiden halt nicht. Wir können das sogar nehmen, wenn wir wollen, aber wir brauchen das wirklich nicht. Das macht uns nur schwächer, beinahe. So, wir brauchen noch ein bisschen Ruhm. Ja, dann müssen wir Party machen. Und Start. So, einmal geschafft, aber wir schaffen es das zweite Mal nicht, also müssen wir was trinken. Und natürlich was essen. Eine Pizza. Sollte passen. Wunderschön. Alles wegsaufen hier. Die Frage ist, wie viel? Die Frage ist, wie viel? Alles. Dann einmal zur Apu. Ja. Ah, habe ich schon, sorry. So. Was man im zweiten Teil eigentlich auch einbauen könnte, wäre vielleicht sein eigenes Haus upgraden. Kühlschrank upgraden, dass er mehr reinnehmen kann. Vielleicht besser kühlen, dadurch ist es irgendwie doppelt effektiv. Oder vielleicht kochen selber. Fleisch verbessern, doppelte Nährwerte oder so. Plus Buffs vielleicht oder so. Zum Beispiel, wenn du Fleisch kochst und das machst, kriegst du 10% auf deine Stärke. Oder wenn du es in die Weise anbrätst oder machst, zubereitest, kriegst du irgendwie 20% mehr Damage im nächsten Fight. Wäre cool sowas. So, Party. Mal wieder. Ob man will oder nicht, man muss. Und gib ihm. Und dann können wir den nächsten Fight schon machen. Hammergeil. So, die Frage ist, wird uns dieser eine da besiegen mit seinen Werten? Weil der ist auch gut drauf. Wunderschön. So. 1800. So, Kumpel. Bis auf Geschicklichkeit bist du in den anderen beiden Werten viel besser als ich. Du hast mehr Energieregeneration als ich, mehr Defense als ich. Das finde ich auch heftig. Die Energieregeneration... Ah ja, stimmt, mein Fehler. Hab die Werte gerade vertauscht. Ausdauer zählt ja für beides, das ist das Heftige. Okay, aber er trifft nicht so gut. Das heißt, Ausweichen ist schon mal ein guter Weg gegen ihn. Und natürlich alles klauen an ihm. Ja. Wir gehen erstmal auf Damage, weil... Die Energie kann er besser regenerieren als ich, glaube ich. Wir werden sehen. Boah. Damn, der ist heavy. Okay, aber meine Knockdowns sind sehr stark. Weil ich meine Schläge treffe und meine Schläge mehr Damage machen, zieht das auch mehr Energie ab. Da counter ich doch sehr stark. Yep. Am Anfang war es richtig gut, ey. Da war er im Vorteil. Und danach kam ich wieder. Ja, hier einmal der Tausch wieder. Okay, nice one. Letzter Gegner. Hammer geil. Ja, dann würde ich sagen, weiter Party, ne? Jetzt nur noch Hulk Hogan und danach kommt die Insel. Und da sind ja die Besten. Ich frage mich, ob die noch stärker sind, ey. Weil dann ist das schon ein bisschen gefährlich, zu sagen, da sofort hinzugehen. Aber ich bin ein bisschen zuversichtlich mit meiner Ausdauertaktik. Also solange da nicht noch eine stärkere Version von meinem Stil kommt, ist es eigentlich unmöglich, mich zu besiegen. Und sogar dann ist es noch ein bisschen noch mit Glück abhängig. Also, lass mal gucken. So. Falsch. Weg da. Wunderschön. Zack. Noch ein Energy. Dann wieder Party und dann gegen Hulk Hogan direkt. Das Coole ist, wir müssen halt nicht Tage warten. Finde ich richtig gut. So. Genau. Eine Party.
Und dann können wir noch Passive Room und dann passt das genau. Holy shit. Wir müssen halt nur Geld opfern, aber das Geld haben wir sowas von drin, ey. Wir machen gerade mal minus 100 mit der Party. Maximal. Wunderschön. So, Hulk. Da wären wir. Ah, wir können noch einen neuen Titel machen. Einen Film. Ja, sicher, sicher. Wir wissen nicht, ob das danach verschwindet, das mit den Filmen Dreh. Wenn wir auf der Insel sind, dann nehmen wir lieber noch einen Film mit, weil da können wir noch einen Skill kaufen. Das hilft uns dann. Alles mitnehmen, was geht. So, fortfahren. Und ich glaube, nachdem wir Hulk besiegt haben, können wir eigentlich perfekten Stopp machen, weil dann die Insel lassen wir uns für den nächsten Part. Außer es zieht uns direkt rein, dann können wir natürlich nicht stoppen, dann ziehen wir einfach durch. Das werden wir dann einfach so machen, spontan. Jawohl. So, next. Die Typen müssen aber auch, ey, gut bezahlt werden, dass sie Bock drauf haben. Oder ist immer ein neuer Typ hier drin? So. Top Secret Army schon wieder, do not open. The fuck? Irgendwie kaufen alle Leute hier in dem Spiel von der Armee etwas oder geklauen davon, je nachdem. Alles klar. So, das war's schon, perfekt. Zack. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Essen, Energie. So. So, dann gehen wir kurz einkaufen. Perfekt. So, Hulk. Da wären wir. Kämpfen. Alter, ist der groß. Leck mich am Arsch. Okay, ziel auf die Eier. Naja, ein Spaß. Am besten auf die Beine ziehen. Je größer sie sind, desto schneller fallen sie. Weil die Beine müssen schon viel tragen, vom Gewicht alleine. Wenn du da noch ein bisschen nachhilfst, knicken die schnell um. Gut ausweichen. Und dann seine Größe gegen ihn verwenden. In kurzer Reichweite gehen, weil... Der Winkel von den Beinen muss ja auch irgendwie ausholen. Wenn er zu wenig Platz hat, kann er mit seinen langen Gliedern nicht so viel ausnutzen damit. Deswegen ist Mike Tyson immer so gut gewesen. Er wusste, wie man dagegen ankam. Schön nah ran, weil er natürlich selber klein und kurz war, aber gut ausgenutzt. So, was haben wir denn hier? So, Kinnhaken. Jeder Treffer reduziert das Geschick. Kann ich einfach zu blocken. Wieder blocken und boosten. Schwächen. Das ist okay. Also, ja, bleib dabei. Gib ihm. Oh, Alter. Zack. Outbursted, ja. Das alles sich aus Bam, Bam, Bam. Oh, Alter, 5000. Du bist jetzt der offizielle Weltmeister. Jawohl, Junge. Das müssen wir feiern. Ja, und wie? Jetzt muss ich den alten Mick besuchen. Okay. Herzlichen Glückwunsch, jetzt müssen wir nur noch auf die Einladung warten. Du bist jetzt Weltmeister. Jawohl, Erfolg. Ich bin bereit, dem Mann in Schwarz entgegenzutreten. Du bist weit gekommen. Dass ich in diesem wichtigen Moment nicht bei meiner Familie sein kann. Wenigstens kann ich das Haus besuchen, in dem ich meine Kindheit verbracht habe. Ah, okay. Du hast dich als großer Krieger erwiesen. Bist du weit für die finale Herausforderung? Ich bringe dir die Einladung. Oh, okay. Alles klar. Sieht aus wie ein Mönch. Chinatown. Alter, jetzt weiß ich, warum das so ist. Ja, okay, es ist eine Insel. Oh, Azteken. Willkommen auf meine Insel, Alter. Ist nicht mehr weit entfernt. Da ist er. Ihr seid hier, um herauszufinden, wer der beste Kämpfer ist. Wir haben hier einen Ninja in Blau. Es kann nur einen geben. Und das bin ich. Alles klar, ganz ruhig. Alter. Dann lass die Kämpfe beginnen. Okay, wir können nicht stoppen. Brava, alles klar. Schade, dass es nicht übersetzt wurde.
15, 10, 13. Heftig. Drei von geraden, Elbow. Er trifft aber nicht so gut. Er hat harte Schläge bis zum geht nicht mehr, aber ja. Okay. Alter, ein neuer Soundtrack haben wir, geil. Genau wie ich gehofft hatte. So. Ja, da er nicht so weiterentwickelte Fähigkeiten hat und ich sehr gut dagegen bin, ja. Komme ich schnell durch. Du bist genau wie ich es mir vorgestellt habe, wahrer Champion. Du hast bewiesen, dass du ein besserer Kämpfer als dein Bruder bist. Yep. Auch Erfolg bekommen? All dies spielt keine Rolle. Es ist Zeit für Rache. Hm, lass mich dir zuerst eine Geschichte erzählen. Oh, jetzt kommt's. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Verdorben. Aha. Aha, okay. War das Mick oder was? Okay. Bitte was? Und es endet einfach hier. Ich kann nicht mal gegen den Ninja und gegen ihn kämpfen. Dein Ernst? Erstens habe ich zwei Erfolge bekommen, dass man das Spiel unter 300 und 200 Tagen beendet hat. Also wie gesagt, wir haben natürlich den Grind übersprungen mit dem Mod. Aber ja, das ist auch eine Challenge. Das war jetzt so ein richtiges Star Wars Ending. Junge Vader, Luke, ich bin dein Vater. What the fuck, warte mal, das heißt... Der erschossen wurde, war also der andere Bruder oder was? Oder. The fuck? Nee. Wenn der Vater ist, wer war denn dann der, der auf dem Boden war? Stiefvater oder was? The fuck, irgendwie alles ist crazy. Na gut. So kurzfristig habe ich es jetzt nicht erwartet. Gehen wir ins Menü. Holy shit. Was ein Ende, so richtig so abrupt, ey. Unerwartet, aber cool. Tja, 128 Tage, die Stats und dann, ja, Fightstyle, ne? Ja, drei haben wir noch, also drei Plätze insgesamt. Ich glaube, ich mache privat noch einen Hardcore-Run, versuche ich mal. Und dann natürlich Erfolgjagd. Aber ansonsten, wie ihr hier seht, ne, im Juli, Release. Ich guck mal genau, offline, wann es ist. Und dann, der wird auf jeden Fall kommen. Ich wette, der greift auch direkt auf die Fortsetzung. Oder es ist extra so ein Ende. Mal gucken. Bin gespannt. Gut. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ja, ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. Kommentare, ne? Freue mich immer zu sehen. Like. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Projekt. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.